Willkommen zurück bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug hier auf meinem Kanal. Danke fürs Einschalten. Wer letzte Folge gesehen hat, wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, was hat der Nussknacker wohl mit dem beiliegenden Handbuch, wenn es doch ganz einfach zu lösen geht, diese Rätsel mit dem im Spiel integrierten Handbuch. Ja, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen verrannt oder ein bisschen zu weit gedacht. Es wäre ganz einfach. Wie öffnet man das Ding? Ganz einfach. Man guckt einfach mal in das Gral-Tagebuch des Papas. Da ist die Lösung. Die Stellung wird korrekt bezeichnet, und zwar als. Diese hier bedeutet sicherer Tod. Sehr seltsam. Das ist das, was wir gemacht haben und dann in der Kanalisation wieder begonnen am Anfang, unter dem Gully, unter dem Restaurant. Das sind aber andere Symbole hier, als wir benutzten, um da durchzufallen. Das hat einen besonderen Grund, den erläutere ich gleich. Erstmal Toter Ritter, Katapult und Pferdchen machen wir mal. Drücken wir zuerst da. Das ist wichtig, die Reihenfolge. Pferdchen tot. Ah, guck mal, dreht sich gleich so. Weil wenn man hier dreht, dreht sich das mit. Wenn man das dreht, dreht sich das mit. Deswegen muss man auf die Reihenfolge achten. Aber der ist gleich optimal optimiert worden. Dann drücken wir noch einmal hier, bis das Ding klappt. So, drücke mal da und drücke mal da. Offen. So, dem Kenner der Indiana Jones Spiele wird jetzt schon bereits etwas auffallen, wenn er nur diesen Bildschirm betrachtet, beziehungsweise was nicht hier oben passiert. Dann weiß er schon, was ich geändert habe und vielleicht auch warum. So, Katakomben. Wer mag sie nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, mich stört das. Ich glaube immer noch, dass es in der Bibliothek vielleicht möglicherweise eine Anleitung gibt, wie man durch diese Dinger kommt oder man sich aufzeichnen soll und sowas. Ich könnte natürlich nachsehen, es würde helfen, glaube ich. Aber naja, habe ich auch nicht gemacht. Haben wir eine Kreuzung in den Nashkel Minen. Ich wiederhole es immer wieder gerne, die erinnern mich immer so sehr an Baldur's Gate 1. Hier so, da so? Nee, so. Nee. Nee, nee, nee. Das wäre auch viel zu einfach gewesen, nicht wahr? Hier ist der Sinn der Maschine gewesen. Die Maschine, die wir weiter oben repariert haben, hat diese Brücke runtergelassen. Du wirst das. Und weiter geht's durch die katakombenartigen Labyrinthe. Sag ich lang. Weiß gar nicht, auf welcher Ebene oder welcher Höhe wir gerade sind, weil irgendwie habe ich das leichte Gefühl, dass das alles nicht so ganz wirklich realistisch passt. Ich jetzt in Skyrim, würde ich mir Sorgen machen. Das muss ich hier aber nicht. Ist nichts. Das sieht mir nach einer Sackgasse aus, deswegen gehe ich da lang. Ach, zur Änderung, die ich gemacht habe. Nur das wird man sehen, sobald wir weiter sind. Es ist mir nicht mehr ganz blind. So. Das ist auch noch ein kleines spaßiges Rätsel, was mir sehr viel Zeit kostete. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich weiß ich jetzt gerade, was passiert. Aber ich spiele das Spiel eigentlich blind und brauchte ja Ewigkeiten, um herauszufinden, was ich hier machen muss. Das Ding erinnert mich übrigens an die Schädel aus Monkey Island. Dem neuen aktuellen Return of Monkey Island. So, wir schauen wieder ins Gral-Tagebuch. Schau ins Gral-Tagebuch. Perhors, Sanos, Spellucrum Aperus aus einem Manuskript der Äbtin Hildegard von Bingen. Es benutzt eine unbekannte Notation. Ich bin nicht sicher, warum es immer nur sechs verschiedene Noten gibt. Ich schon. Ich kenne mich da nämlich aus. Ich muss das mal kurz aufschreiben hier. Und zwar sehen wir hier von hier aus. Eins, zwei, drei, vier. Vier, zwei.
5, 4, 2 könnte es sein. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz aus dem Kopf. Drücke 4. Drücke 2. Nicht gucken. Drück. Den hier. Und noch einmal dich. Ja, das ist Rätselslösung. Das ist fies, das ist gemein. Wie gesagt, wenn man es nicht weiß, es sind sechs Dinger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier kann eventuell eine sechste sein. Muss aber nicht, das ist auch wieder randomisiert. Tja, weiter geht's mit Katakomben. Ich hoffe nur, dass irgendwann mal hier aufhört mit dem Zeug. Ansonsten mache ich einen kleinen Schnitt und wir sehen uns wieder dann im nächsten Abschnitt, weil ich mag sowas überhaupt nicht hier. Trägt auch gar nicht mal so zum Gameplay bei. Das ist einfach nur mit Schrecken. Na komm, ich bin mal so frei und wir gehen gleich zum nächsten Raum hier. Schneiden da. Das sieht gut aus. Ja. Seht mal da. Wir haben ein Grab gefunden. Indy, was ist das? Ich gehe zu. Was ist das? Das ist ein Sarg, ja. Schau an, Sarg. Die sieht wie der Sarg des Kreuzritters aus. Ich platze vor Begeisterung. Öffne den Sarg. Wow. Zittert. Der Schild ist das zweite Hinweis, den Donovan suchte. Lass mal sehen. Er erwähnte die antike Stadt Alexandretta. Die Stadt Iskandrun wurde auf ihren Ruinen erbaut. Cool. Übrigens, auch die Hinweise auf den Gral sind jetzt andere, ne? Weil ich musste doch mal bis hierhin spielen, aus Gründen. So, dann machen wir hier mal auf. Öffne altes, verrostetes Schloss. Gut. Und wir können wieder raus. Das ein Ding, das sieht für mich immer aus wie so ein Schädel, ne? Na gut, raus. Dr. Jones, ich habe überall nach Ihnen gesucht. Indy. Marcus. Ich habe herausgefunden, wo der Vater steckt. Man hält ihn in Schloss Brunwald gefangen, nahe der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Was schon mal. Gut. Und ich weiß jetzt, wo der Gral steckt. Yes. Er ist in Iskandarun. Natürlich, Iskandarun. Selbstverständlich. Markus, warum bist du so nass? frag lieber nicht. Okay, ich rette das. Dann treffen wir uns in Iskandarun. Klar. Kein Problem. Ich bin da mal weg. Wo liegt eigentlich Iskandarun? Auf geht's mal in das Reich des bösen Schnurrbarts. Ich schaue mich hier mal um. Gut, ich bleib im Wagen. Ich bin in ein paar Minuten zurück. So, und nun kann man vielleicht erkennen, was ich geändert habe. Ich habe die GOG-Version gegen die normale deutsche Indie-Version austauschen müssen, weil die GOG-Version wäre unzensiert und wir hätten hier überall Hakenkreuze. Ich weiß, das ist mit der aktuellen Gesetzeslage, glaube ich, sogar okay.
wenn die Nazis als Bösen dargestellt werden, was ich halt tun. Aber mein Kanal ist so klein, dass man ihn mehr so als Spurenelement, als einen kleinen Kanal bezeichnen kann. Das möchte ich halt einfach nicht riskieren, ne? Und solche Experimente das ja mal sein. Deswegen sind ein paar Sachen anders. Ja, zum Beispiel. Guten Abend. Und wer sind Sie bitte? Ich bin Lord Robert McFalfer. Ich bin wegen der Wandteppiche hier, die sehr hässlich und quadratisch aussehen. Sind Sie mit den Verwandten in der Stadt? Lassen Sie das, wer hat hier das sagen? Schlag zu. Ich bin Robert McFalfer. Wandteppiche? Das ist doch ein Schloss. Und Sie haben Wandteppiche, oder? Sind Hauptmann. Nun sagen Sie Graf Brunwald Bescheid. Sei nicht dumm, das klappt nicht mal in einem drittklassigen Abenteuerfilm. Doch, im Film ging das. Vielleicht nicht, aber das klappt immer. Ui. Okay. kann ich ihn durchwühlen und seine Uniform klauen? Was ist Irene? Inzwischen woanders im Schloss. Sie haben nach mir gerufen, Oberst? Jawohl, ich möchte, dass Sie dieses unersetzbare Bild strengstens bewachen. Unersetzbar, aber das ist nur ein Bild von einem Becher. Ruhe! Der Führer ist sehr daran interessiert. Wagen Sie es, die Meinung des Führers in Frage zu stellen, zu tun? Mann? Nein, Herr Oberst. Dann gehen Sie jetzt wieder an Ihren Posten. Pronto. Sofort, meine ich. Jawohl, Herr Oberst. Marschieren, marschieren, marschieren. Habt ihr Unhütte gesehen? Die sah ja mal fesch aus. So eine würde ich auch gerne haben. Obwohl ich keinen Hund habe. Okay, der Typ ist weg. Der auch Irene hieß. Der, das ist auch passiert, wenn man über, mit was ist, über den Bibliothekar geht. In der Bibliothek von Venedig. Scheiße, Stauch, Irene. Aus irgendeinem Grund. So. Wir haben einen Durchgang, wir haben eine Halle und wir haben einen Durchgang. Das kommt aufs Gleiche raus, man ist halt nur woanders. So, zur Feier des Tages speichern wir mal kurz. Und zwar einfach nur irgendwo, weil das wurscht ist. So, auf 1 speichern wir. Die Spielstunde gehen eh nicht mehr, die gehört zur anderen Version. Ich habe zwar nur die... Ach, ich weiß nicht, was ich geändert habe. Ich habe alles reinkopiert. So, und los geht's. Wir gehen mal da lang. Ja, Katakomben, nein. Das ist ja Wandteppich. Man kann übrigens auch erkennen, dass es eine andere Version ist. Hier steht nicht mehr Schaube an. Und Hitlers Buch ist zu Biografie geworden. So, hier ist ein schöner Grafikfehler. Das ist auch neu, das original deutsche Version. Okay. Schau an, Wandteppich. Sieht aus, als ob Ratten daran gewesen wären. Das würde das nicht mögen. Ah, gut, dann muss er weg. Zieh den mal runter. Ich will nicht daran, dahinter ist nichts. Das weißt du nicht, vielleicht ist genau da ein Fenster. Na gut. Wir gehen dann mal weiter. Was ist denn da? Hier ist eine ganze Menge nichts. Ich bin quasi gelaufen, ne? Okay. Das muss doch richtig doof sein. Stell dir vor, du erbst so ein richtig großes Schloss, ne? Wie zum Beispiel Schloss Brunwald. Oder hast 10 Millionen Räume. Was machst du mit denen? Das wissen die auch nicht. Teppich rein, fertig oder was? Okay, was haben wir hier noch? Das ist die Abzweigung, wie ich weiß. Der Reichsadler hier mit Kochmütze, Teller und Messergabel.
Gabellöffel. So, was ist das alles denn hier? Ein Zapfhahn, ein Bierfass, ein Geier, ein Schweinebraten. Schau an, Schweinebraten. Das ist der größte Schweinebraten, den ich je gesehen habe. An dem hat man lange was zu essen. Gut, nehme ich mit. Ah, das ist zu heiß. Okay. Benutze Peitsche mit Schweinebraten. Dafür trage ich keine Peitsche. Okay. Ist vielleicht gar nicht mal so wichtig? Fragezeichen. Oder vielleicht doch? Weiß ich nicht. Geh zur Tür. Das da oben ist auch nur die Küche, schätze ich. Nein. Das ist ein Zimmer mit einem Geier. Was ist denn da am Ende des Ganges? Ich weiß, am Ende des Ganges ist das Meer. Ja, lustig. Mein guter Freund. Warum arbeitet er nicht? Was tun Sie hier? Ich meine, was tun Sie hier? Hier, sag mal, warum sind wir überhaupt in dieser Welt? Soldat, sind betrunken im Dienst. Interessante Frage. Was denkst du darüber? Ich habe nicht erwartet, hier einen Philosophen zu finden. Schlag zu. Ja, was? Ich denke, ich brauche noch ein Bier. Ja, vielleicht. Oh, ein Fenster. Kannst du es aufmachen? Brauch Luft. Das Fenster wurde seit Jahrzehnten nicht geöffnet. Ah, schauen wir nicht. Schalte aus. Geht nicht. Kann ich ausschalten. Was soll man mit dem quatschen? Hallo. Ich hätte vielleicht was speichern sollen, ne? Mir geht's gut und wie geht's dir? Schrecklich. Mein Bier ist da, Alter. Wo ist dein Bier her? Aus der Küche? Das Beste wäre sowieso, damit bringe aufzuhören und dir einen vernünftigen Job zu suchen. Ich kann dir ein Bier holen. Danke, hier hast du meinen Krug. Cool. Und so sah er in den Nachthimmel hinaus, auf die glitzernden Sterne. Nein, so können wir es nicht enden lassen. Wir holen uns ein Bier. Mein eigentlicher Gedanke war, jetzt mit dem Krug vielleicht Bier da reinzuschütten, damit wir an den Schweinebraten kommen. Ich weiß nicht, das Spiel ist blind. Ich hab mal zugesehen, als es rauskam. Ich habe mit meinem Bruder die Amiga-Version gespielt. Nimm Krug, nein. Benutze Krug mit Bierfass. Das läuft ja ganz gut. Benutze Krug, gönn dir. Mit dir, mit Schlund. Gibt's dir hinter die Binde. Benutze Krug mit Schweinebraten. Das wird festlich. Ich glaube, es ist nicht mehr durstig. Dem ist ganz schön warm, ich weiß nicht. Okay, wir haben einen Krug mit Bier. Ist der Typ wichtig, Soldat? Ich meine, wir speichern vorher mal und dann geben wir ihm, was er möchte, ne? Hallo, mein guter Freund. Er ist recht hingelaufen. Dann habe ich da aus Versehen hingeklickt. Biete etwas an. Biografie. Nehmen wir das hier. Danke, brauche ich nicht. Okay, es gibt mir Gelegenheit zu speichern. Da. Öfters speichern Menschen auch im wahren Leben, ne? Ist das immer wichtig, bevor man das Haus verlässt? Oder allgemein, bevor man aus dem Bett steigt? Benutze Krug mit Soldat. Achso, ich muss reden. Rede mit betrunkener Soldat. Tacho. Ich kann es nicht überspringen. Escape geht da nicht. Schlag zu. Nein, biete was an. Da, Krug. Merke, Mann. Geiler Typ. Ist das der gleiche Text? Ich will mein Bier wieder haben. Und wie geht's dir? Mein Bier, du trinkst zu viel.
will dir ein neues kommen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich will diesen Krug. Reicht mir. Mach dein Ding. So, Leute, wir haben einen Krug und Krug macht klug. Da oben schon drin. Ich könnte mich trotzdem noch mal testweise mit dem Typen schlagen. Nur so, um herauszufinden, warum ich es kann. Er spricht ihn sofort an. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Und speichern. Und das. Und das. Bams. Reden mit Soldat. Hallo, mein guter Freund. Schlag zu. Bam, 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 bam. Nicht zu finden. Okay, das wollte ich wissen. Hat sich nicht gelohnt. Und ich glaube, Indy verliert bei jedem Schlag von ihm selbst, der geblockt wird, Ausdauer. Und das ist nicht gut. Obwohl, wird er wieder aufgeladen, ne? Plötzlich. Also, nein, es ist zu. Öffne Tür. Okay. Hier war nochmal nichts, ne? Das blaue Ding. Hier war der Zwei-Wege-Weg, obwohl auch das Ding zwei Türen hat. Hier bin ich wieder da. Ja, ich kann zurückgehen. Okay. Irgendwie verflucht dieses Gebäude. Komme ich nur wieder raus, ne? Wo ist Elsa denn hin? Vielleicht hat man sie gefangen. Vielleicht musst du auch nur mal für kleine Mädels da in die Büsche, ne? Und hättest vielleicht, wenn ich das schon mal so ranschleißt, das Licht vom Wagen ausmachen sollen. Das ist nicht so schön. Vielleicht, weil sie Radio hören und man kann, ich weiß, wie die alten Wagen funktionieren. Was ich habe keine Ahnung. Eine grüne Tür. Öffne. Mehr Spaß. Oh. Und patrouillierende Wachen. Das bedeutet, dass wir hier speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir versuchen mal Papa zu retten. Danke fürs Zusehen. Es macht mir Spaß. Schade, dass ich die Version austauschen musste, aber ist halt sicherer, ne, wenn ich das mache. Gut, dann wie gesagt, danke fürs Zusehen und morgen oder Montag, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt die Wochenenden keine Folgen mache, um euch selbst zu schonen natürlich, nur zu schützen. Werden wir sehen. Bis dann. Ciao. Hab euch lieb.